So, liebe Manager-Freunde, mir wurde mal empfohlen, ich soll Kedira doch mal ins Kaufen oder was auch immer mit ihm machen. Ich würde sagen, dazu nehmen wir ihn erstmal ins Blickfeld auf und lassen ihn scouten, weil ohne Scouting-List werde ich hier einen Teufel tun. Scouts Blickfeld. So, dann müssten wir den mal scouten lassen. Haben wir noch keinen Führer, den scouten kann, wa? Jetzt musst du, mein deutscher Freund, hier mal kurz. Kurz mal das Blickfeld scouten. Das wäre mal richtig cool. Weil wir können ihn doch auch irgendwie so scouten. Da spielt er scouten. So, dann machst du das mal kurz hier Pause und scoutest ihn. Ja, bitte. Ich bitte darum. So, dann haben wir das auch erledigt. So, Scouting. Können wir gleich mal hier gucken, wenn wir schon mal hier sind. Was gibt es denn hier so Neues? Nono gibt es hier. Nono wird wahrscheinlich schon so teuer sein. Ja, vor allen Dingen hat Nono eine Position für uns, die mal so interessant ist. Den brauchen wir nicht. Ansonsten haben wir hier noch nicht bis 10 hochgescoutet. Lassen wir den mal einfach weitermachen. Ja. Gut. Wir spielen also als nächstes gegen die Bayern. Die Vorbereitung läuft gut, kann man sagen. Frische sieht alles hervorragend aus. Kann kommen. Sponsoring haben wir was im Angebot. Und zwar Banden haben wir zu verkaufen. Ja, dann drückt mal ein bisschen Kohle raus hier. Na, rückt er nicht, aber wir brauchen es ja. Und hier haben wir Internet für 3 Jahre. Cool, wir haben für 3 Jahre Internet. Versuchen wir mal ein bisschen die Laufzeit zu senken. Nö, Internet. Komm, wir kommen nicht überein mit dem Internet. Schade eigentlich. Karriere. Haben wir eine Freundesliste? Ja, Raphael Wolf war unser Freund. Team, zweite Mannschaft. Er hat sich gleich mal verletzt. Was hat er denn? 5 Tage, gut. Das läuft. Ja, gehen wir erstmal weiter. Auf die Road zu Bayern. Da können wir nicht viel falsch machen. Den Super Cup können wir schon wieder einen Titel holen. Direkt zu Beginn. Nochmal in den Finanzstatus schauen. 1,3 Millionen sind noch im Pott. 2,9 könnten wir noch nachschieben, aber damit warten wir noch ein bisschen. Noch sehe ich da überhaupt keinen Grund. Ja, der spanische Scout, der arbeitet immer richtig gut. Der scoutet uns hier schön was hin. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Scouts. Hier haben wir noch die Jugend-Scout. Müsste man eigentlich auch mal hinschauen. Du gibst schon was auf Bekanntheit 10? Nein. So, Talents wollen wir auch nur. Nur ab 6 Sterne, sagen wir mal, sind das so die Dinger, die von uns interessant ist. Alter, werden wir noch ein bisschen verjüngen. Du kannst uns mal ein bisschen Italien scouten, sag ich mal. Da haben wir nämlich noch überhaupt keine Informationen aus dem Land. Orani Kedira wurde auf die Transferliste gesetzt. Auf was haben wir ihn? Auf 8. Ja, ganz ehrlich, was sollen wir mit ihm? Ist auf jeden Fall ein Talent, das bestreite ich nicht. Aber. Ich weiß nicht. So, der Junge ist auch wieder fit. Zweite Mannschaft hat ein Spiel. Da gucken wir mal hin. Ne, wir wollten uns ja auch mehr um unsere zweite Mannschaft kümmern. Tribul ist hier etwas angeschlagen. Das wird aber schon gehen. Ja, muss gehen. Ja, ansonsten ist die Form natürlich noch.
ja, ich sag mal, hier die Moral vor allem ist nicht gut. Also wird sich schon geben. Hoffen wir mal, dass wir mal einen Sieg holen können. Ja, wir gewinnen sogar. 1 zu 0 immerhin. So, Bauhof ist ausgebaut und dann werden wir ein bisschen das Scout-Zentrum. Das würde ich gerne mal ausbauen. Sehr schön. Dann können wir auch das verbessern und dann geht's auch schon rein ins erste wichtige Spiel. Na, vorher hätte ich gerne den Spielbericht. Espinosa hat das Tor gemacht nach Vorlage von Hernandez. Hier Westermann wieder eine 1. Mann, der Junge holt ja Noten. Können wir dir noch irgendwas Gutes tun? Vielleicht darf er mit der ersten Mannschaft trainieren. Zweikampf schon 2 Punkte hoch die Saison. Wow. Trainingsziele hat er wahrscheinlich auch. Das wird ein großer Jungs. Der gewinnt Bälle. Ist. Wie alt war der Junge? Junge, wie alt bist du? 18. Ja, gerade frisch geworden. Das heißt gerade frisch geworden. Ist schon ein halbes Jahr her. So, kümmern wir uns mal um die erste Mannschaft. Da wollte ich nochmal in die Taktik gucken. Ich hatte die noch ein bisschen angepasst, offscreen. Wir werden mal ohne Spielmacher spielen und schon gar nicht mit Hand. Das werde ich mal rausnehmen. Abstürze, genau. Abstöße kurz. Das Passspiel werden wir mal ein bisschen riskanter erstellen. Laufwege soweit sind gut. Hauptsache Jelle muss hier nicht nach hinten laufen. Junuzovic hat somit die weitesten Wege. Anweisung, da gucken wir auch nochmal rein. Was haben wir denn so für ein Rakitic? Fähigkeiten, er ist passgewandt. Passgewandt ist er. Hat eine gute Übersicht. Achso, ich habe die Jungs jetzt hier bei Standards mit nach vorne geschickt. Ich bin über meinen Schatten gesprungen. Über meinen Schatten. Ja, er hat hier auch nicht so die Fähigkeiten, dass man ihm da irgendwie was Individuelles sagen könnte. Ihn können wir die Tackling schon so ein bisschen aggressiv. Ja, nicht zu aggressiv. Weil er ist einfach im Zweikampf ist er noch zu unerfahren, ne? 68, er trainiert das zwar. Aber da müssen wir noch, da muss noch ein bisschen was kommen. Gut. Gespeichert ist es. Prödel Kirchhoff in der Startelf. Donk könnte noch kommen. Gouffin als Backup für Arnautovic. Sieht soweit alles gut aus. Können wir reingehen ins Spiel? Ich bin in den schwarzen Trikots. Mal gucken, was wir hier im ersten Saisonspiel, im ersten Pflichtspiel alles so sehen werden. Vor allen Dingen auf Jelle bin ich sehr gespannt. Schauen wir rein. So, da haben wir den Lieblingsbildschirm des Spiels, den Ladebildschirm. Letztes Jahr konnten wir Bayern zweimal in der Liga schlagen, da hatten wir aber auch noch Petersen. Und jetzt hoffe ich mal, dass Petersen nicht gegen uns spielt. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Da haben wir nämlich zu stark trainiert. Und jetzt werden wir seinen Nachfolger stark trainieren, den Van Vossen oder Jelle Vossen. Komme ich immer auf Van Vossen? Da gab es auch mal einen Spieler, ich glaube bei Glasgow oder so war der. So, wir spielen im Berliner Olympiastadion, wie das aussieht. Oh, Sommerstimmung, Ende August. Der Schiedsrichter guckt auf die Uhr. Robben und Gomez spielen, das heißt, Petersen nicht mal in der Startelf. Und da gibt es auch schon den ersten Eckball in der ersten Spielminute. Katlec in der Startelf bei Bayern. Hat sie ein bisschen was getan. Miele fängt das Ding. So, jetzt Forsten hat da schon die freie Bahn. Könnte aufs Tor ziehen. Zieh doch aufs Tor, Junge, zieh! Und nein. Er verzieht. Er verzieht. Aber dann hat er den freien Laufweg gesehen. Junuzovic, schöner Pass wieder Forsten. Jetzt aber! Nein. Nein. Bayern schläft hier gleich zweimal. So viele Chancen wird uns Bayern jetzt auch nicht geben. Aber hier nochmal Traumpass auf Junu auf Arnautovic. Aber auch dieser kann nicht genutzt werden. Ja, und so macht's dann Bayern. Die sind abgewichst. Die können das.
Mr. Frisur 2013 mit dem 1:0 für Bayern. Über Gigi Groß. Die haben natürlich Talente. Das ist Wahnsinn, was die haben. So, Elia jetzt auf dem Flügel. Spielt er in die Mitte, Junge. Er spielt. Aber das war viel zu ungenau. Viel zu ungenau. Junuzovic nochmal. Dem haben wir heute schon zwei, drei richtig gute Pässe gesehen. Da können wir uns echt freuen auf ihn. Der scheint gut drauf zu sein. Schöner Pass hier. Direkt durchgestellt. Kommt nochmal rein. Ah. Ja, das war ein Tick zu langsam. Ein Tick. So, Pfosten auf Arnautovic. Ja, das Tor hat Wirkung erzielt. War auf jeden Fall ein Wirkungstreffer. Robben läuft mit dem Ball ins Aus durch. So, Hand. In die Mitte wieder zu Pfosten. Der versucht es beim ersten Mal. Kriegt den Ball wieder auf den Fuß. Pfosten schießt. Neuer. Ja, Neuer ist ja nun auch kein richtig schlechter da hinten drin. Wäre schon ganz cool, wenn wir hier ein gutes Ergebnis mitnehmen könnten. Pfosten versucht sich durchzudribbeln, schafft es nicht. Was hat er denn jetzt gepfiffen? Handspiel oder was? Ja, wahrscheinlich. Ich habe nichts gesehen. Boah, was für ein Schuss hier. Aufs Tordach. Werder muss sich steigern. Hand bleibt hängen. Junuzovic dann mit dem Foul. Ja, aggressiv ist er dran, das muss er auch. Ansonsten sind die Bayern hier so schnell durch. Schöner Pass jetzt hier von Jelle raus auf Elia. Der braucht ein bisschen zu lange, um mit in Fahrt zu kommen. Ribéry keine Chance, da vorbei zu dribbeln. Prödel jetzt aber zu weit weg und die Riesenchance für Gomez. Gott sei Dank verzieht er. Die Führung mittlerweile auch verdient. Pfosten! Das gibt es doch nicht. Pfosten gegen Neuer heißt das Privatduell hier. Momentan der klare Punktsieger Neuer. So, jetzt wird sie die erste Karte geben. Für Arnautovic. Boah, was für ein Freistoß. Genau auf den Kopf von Holger Badstuber. Da kannst du auch nicht viel machen dann. Wenn du den nicht so. Da musst du auch aggressiv dran stehen, sonst hast du da keine Chance als Verteidiger. Das war ja ein richtiger Freifahrtschein hier. Pfosten nochmal an den Pfosten. Ja, jetzt hat er mal Neuer überlistet und dann streikt der Pfosten hier. Die Bayern mit einer Kampfansage die Saison. Ja, schauen wir mal rein in der Kabine, was wir da noch so machen können. Tja. Macht das so, wie wir es im Training studiert haben. Kann es da nur heißen. Dann wird hier hochmotiviert. Ja, wechseln werde ich noch nicht. Wir werden erstmal weitermachen. Ist ja auch alles nur noch Test hier. Sag mal so, das ist jetzt kein Titel, den wir unbedingt brauchen. Klar wäre schön gewesen, den mitzunehmen. Aber wenn es nicht sein soll, soll es halt nicht sein, ne? Und wir hoffen natürlich dringend, dass Arnautovic schon mal seine Form irgendwann demnächst mal verbessert. Jetzt wird Pfosten hier gelegt. Freistoß an Arnautovic. Eckball. Ja, wir sind angespannt. Wir pushen das Team nochmal nach vorne. Wir werden auch gleich noch ein bisschen was wechseln. Da war Kirchhoff. Kommt aber nicht ran an das Ding. Rakitic. Junuzovic bleibt hängen. Und jetzt ist Konterplatz da. Prödel gegen Gomez. Gomez zu schnell für Prödel. In die Mitte gespielt. Aber viel zu ungenau. Ich denke, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu wechseln. Boufra kommt und Akpala kommt. Und bringen wir noch Ikechi für Hand.
Ja, wir müssen ein bisschen was zeigen jetzt hier. Ist immer noch Vorbereitung, dürfen wir auch alles nicht vergessen. Danach kommt schon der Pokal. Da sind wir ja der Titelverteidiger. So, Robben jetzt mit 4 zu 4 Platz ausgestattet auf der Seite. Gomez könnte den Ball fast kriegen. Im letzten Moment aufgepasst. So, Akpala wird weiter seine Jokerrolle hier bekommen bei uns. Schade, Pfosten hatte viele, viele gute Chancen. Hat sie hier nicht genutzt in dem Spiel. Nicht, dass wir den Wechsel dann nochmal bereuen werden und dann kassieren wir das 3 zu 0 hier. Das ist ja Arbeitsverweigerung in der Endverteidigung. Geht gar nicht. Herbe Klatsche hier von den Bayern. So, Rodriguez auch ein neuer Mann bei den Bayern. Ja, Ekici holt sich erstmal gleich gelb rein. Kommt hier rein, holt sich gelb ab. Bayern bringt Van Beuten. Und Bremen. Tja, was macht Bremen hier noch? Hauptsache nicht verletzen. Macht man hier denken, Akpala schießt die nochmal rein. Ja, Akpala meldet hier Ansprüche an auf den Platz von Vossen. Schönes Tor auf jeden Fall. So, Elia wieder Akpala, wird gefoult. Freistoß viel zu weit entfernt hier für Ekici. Aber Selassie! Da muss er doch schießen! Auf was wartet der denn? Ja, man sieht, unzufrieden, unzufrieden. Rodriguez hier fast mit dem Tor. Zum 4 zu 1 wäre das schon geworden. Ist so oder so, ist das schon ein hartes Ergebnis. Na, ja, wir können es auch nicht verbessern für uns. Ribéry. Und wir stapfen da die Seitenlinie lang. Machtlos. Wir müssen das mit ansehen hier. Ja, die Verteidigung war heute nicht auf dem Punkt. Und so verliert man dann auch schon mal. Gucken wir auf die Noten. Ja. Nur Akpala konnte für sich ein bisschen was zeigen. Ja, die Meinung hat er da exklusiv. Victor Wanyama. Wechsel von Celtic Glasgow zum FC Sevilla. So, so. So, jetzt sind wir in der Woche, die zum Pokal führt. Ich würde sagen, ich lasse euch dann mal hier an dieser Stelle wieder allein und wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss.